Im Segment der angebauten Mähkombinationen machte Pöttinger vor einigen Jahren die bis dato nur aus Selbstfahrern bekannte Schwadzusammenführung per Schnecke salonfähig. Die Vorteile sind vielfältig. Anders als bei Schwadbändern benötigt man für die Schwadzusammenführung keinen Aufbereiter. Dadurch wird das Futter schonender behandelt und das Mähwerk wird leichter und braucht weniger Drehleistung. Allerdings ist das NovaCat A10 Crossflow an sich nicht gerade ein Leichtgewicht, sodass der Gewichtsaspekt sicher nicht kaufentscheidend ist. Der Wegfall des Aufbereiters bringt zusätzlich den Vorteil, dass mehr Erntemasse das Mähwerk passieren kann. Der Durchgang steigt also. Dagegen nehmen die Bröckelverluste ab, da die geschlossenen Schwadhauben diese auffangen und ins Schwad befördern. Systembedingte Nachteile gibt es allerdings auch. Anders als bei Schwadbändern lässt sich die Drehzahl bei Schwadschnecken durch den mechanischen Antrieb nicht verstellen. Die Umsetzung erfordert jedoch Köpfchen und Detailarbeit. So hat Pöttinger die Schwadschnecken leicht schräg positioniert, da die Erntemengen von außen nach innen, also zum Schwad hin, zunehmen. Eine verstellbare Abstreiferleiste soll dabei den störungsfreien Gutfluss gewährleisten. Zudem bietet Pöttinger mit dem NovaCat A10 Crossflow aktuell die einzige Butterfly-Kombi mit verstellbarer Arbeitsbreite an. Von 8,8 bis 9,56 Meter bei 3 Meter breitem Frontmähwerk. Daneben stehen auch die bislang einzigen Solo-Mähwerke mit Schwadzusammenführung im Sortiment. Der Antrieb der Schwadschnecken erfolgt übrigens kraftschlüssig mit je 3 Keilriemen, während der derzeit einzige Wettbewerber am Markt auf einen formschlüssigen und damit schlupffreien Antrieb mit Antriebswellen setzt. Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Bei besonders hohen Erträgen kommt der Riemenantrieb sicher schneller an seine Grenzen. Wie bei der Schwadzusammenlegung üblich, kann das A10 Crossflow sowohl komplett breit als auch auf ein Schwad oder mit halber Breitablage arbeiten. So ist eine gezielte Steuerung des Trocknungsverlaufs und der nachfolgenden Schwaderarbeit möglich. Die Schwadhauben lassen sich hydraulisch schließen und öffnen, während dies im ersten Modelljahr nur manuell möglich war. Gemeinsam mit dem NovaCat A10CF konnten die Traction-Redakteure auch gleich die neueste Generation Alpha Motion Frontmähwerke testen. In Form des NovaCat Alpha Motion ED301 Pro. Während die mechanische Entlastung des gezogenen Mähbalkens von den Vorgängern übernommen wurde, hat Pöttinger einige Details verändert. So erfolgt der Anbau nunmehr nicht mehr per Anbaudreieck, sondern direkt in die Unterlenker des Frontkrafthebers. Der Zugang zu den Mähscheiben wurde verbessert, indem sich das vordere Schutztuch weiter einschwenken lässt. Und dank einer Schmierleiste ist die tägliche Wartung nun schneller und sicherer erledigt. Den ausführlichen Einsatzbericht mit vielen weiteren Informationen lesen Sie in Traction-Ausgabe Januar/Februar 2020.